Hallo, hier sind wieder Mario und Alexander von Hallo. defi.jetzt. Wir hatten ja vor 2 Tagen den Sergi Kunz von One Inch zu Gast. Sergi Kunz war so nett, für den geneigten Zuschauer One Inch Token, gestakte One Inch Token zu hinterlassen. Er hatte ja die Seed-Phrase, die Mnemonic-Wörter für seine Wallet gezeigt gehabt. Und wir zeigen heute, wie der informierte, kryptoaffine Geldnutzer diese gestakten Token hätte abverfügen können. Die einfache Möglichkeit ist, natürlich die One-Inch-Wallet zu installieren, aber da der Mario und ich Android-Nutzer sind und für Android die Wallet noch nicht verfügbar ist, war das kein so leichtes Unterfangen. Wir hatten gestern geschaut, ob es iPhone- oder iOS-Emulatoren gibt, um die App dort zu installieren. Die Suche war jein. Es gibt kostenpflichtige, aber nichts Kostenloses. So, die zweite Variante ist, dass wir MetaMask nutzen und MetaMask beibringen, mit der Binance Smart Chain zu kommunizieren. Und die dritte Variante ist, es gibt direkt eine Software, die mit der Binance Smart Chain von Hause aus schon kommuniziert. Wir werden kurz MetaMask zeigen, wie man MetaMask entsprechend einrichten. Wir werden aber auch sagen, warum der Mario inzwischen auch kein Fan von MetaMask ist. Ich war es vorher auch nicht. Ich bin halt der dumme Nutzer. Mario sagt mir, was ich zu machen habe, und ich zeige das hier euch am Bildschirm, am Monitor, und ihr könntet das natürlich später auch nachvollziehen und nachverfolgen. So, Mario, jetzt leg du mal los. Ja, genau. Also, wir machen es jetzt erstmal mit MetaMask. Für Android gäbe es auch die Möglichkeit, der Trust Wallet, die zu benutzen. Die hat auch die Binance Smart Chain und die könnte auch mit Wallet Connect sich verbinden. Oder auch, du hattest gefunden, Tor, den Token Pocket. Ich bin allerdings immer ein Fan, eher bei so einer Software benutze ich immer das, was die meisten Leute benutzen. Und der Android Store hat mir gesagt, Token Pocket hat uns ungefähr 1 Million Downloads und Trust Wallet hat da 5 Millionen. Und da würde ich in dem Sinne dann also die Trust Wallet empfehlen. Wir machen das jetzt erstmal mit MetaMask, weil MetaMask kenne ich, das habe ich lange benutzt, aber heute früh vorhin einen Swap gemacht, also einen Tausch gemacht auf One Inch, da habe ich MetaMask auch benutzt und da habe ich gesehen, das erste Mal hat MetaMask mir auch bei einem ganz normalen Tokentausch Transaktionsgebühren abgezogen. Und das habe ich so noch nicht erlebt und da werde ich jetzt mal das ganze System überdenken. Aber wir fangen hier an. MetaMask. Der erste Schritt wäre, MetaMask sich runterzuladen auf der Seite metamask.io. Der Tor hat das Ganze schon gemacht. Da könnte man allerdings dann, wenn man auf Download klickt, seinen Browser sich aussuchen, den man benutzt. Also die haben das, wenn ich mich recht im Sinne habe, das für den Edge-Browser von Microsoft. Das gibt es für alle Chromium-Browser, also was jetzt hier Google Chrome oder Firefox oder der Brave Browser oder je nachdem, welche Browser ihr benutzt. Die größten Browser unterstützen die. Dann installiert man sich das MetaMask und das hat der Tor allerdings auch schon gemacht. Es erscheint dann als kleines Symbol auch in der Taskleiste oben mit dem kleinen Fuchs. Das sieht man beim Tor auch schon. Und da wir das schon installiert haben, wird man einfach mal weitergehen So, und würden. ganz kurz noch. Hier haben wir stehen Chrome, iOS und Android. Mit Chrome ist natürlich nicht nur Google Chrome gemeint. Chrome selber baut auf der Chromium Rendering Engine auf, also auf so ein Stück Software. Und diese Chromium, sagen wir, diesen Kernbrowser nutzt Google Chrome, nutzt Brave. Ich habe hier Yandex, weil der Yandex-Browser unterstützt auch eine Hardware-Wallet, die der Mario und ich in den nächsten Podcasts vorstellen werden. So, nicht wundern. So, wie gesagt, ich habe die schon installiert. Wir sehen das hier oben in der Adresszeile, habe ich diesen Fuchs. Und wenn ich da draufklicke, komme ich halt auf diese Seite. Ich mache die erste mal hier zu. Der nette Fuchs guckt natürlich immer nach meinem Mauscursor und ich klicke jetzt mal hier auf erste Schritte. So, und dann fragt mich MetaMask, Wallet importieren oder eine Wallet erstellen. Da wir ja jetzt die Wallet, die der Sergi angelegt hat,
anzapfen wollen, klicken wir logischerweise auf Wallet importieren. So ist es. So ist es. Und da sagt es uns auch nochmal, was MetaMask alles macht. Also man kann die Settings und die werden natürlich niemals die eigenen Keys, also die Hardware-Schlüssel hier wegnehmen. Wir stimmen dem zu. Genau. Genau. Und jetzt, das sind genau die 12 Worte, die der Sergej bei sich beim Erstellen der Wallet benutzt hat, was auch nochmal zeigen sollte, diese Worte sind Geld wert. Also beim Erstellen dieser von Wallets, wenn ihr das macht in Zukunft, hebt euch diese Worte auf, die sind wertvoller als eure EC-Karte. Verliert die nicht, gebt die nirgendwo irgendwo online bei irgendwelchen Seiten ein, die euch vorher noch nie nach diesen Worten gefragt habt, weil ich habe schon zu viele Berichte gelesen von Leuten, die diese Worte eingegeben haben, die Seite, die sie benutzt haben, sonst sah ein bisschen anders aus, plötzlich haben gesagt, die wurden gehackt oder so, die sollten jetzt bitte ihre Worte eingeben und das war natürlich dann der Hacker, der im Hintergrund saß, der hat sich die 12 Worte genommen und mit einem automatisierten Skript dann immer gleich die Wallets leergeräumt. Wir machen es jetzt, weil wir keine Skripte haben dafür, machen das Ganze manuell. Das sind die 12 Worte, die der Sergej genutzt hat, um seine Wallet zu erstellen. Wenn wir diese Worte eingeben, kommen wir auch auf die gleiche Wallet wieder. Der Tor müsste jetzt noch ein Passwort dafür anlegen, dass es ihn immer fragt. Passwort eingeben? Ja, ne? Das Passwort, ja, nein, das ist das Passwort, mit dem dann MetaMask den Private Key verschlüsselt. Ah, okay. Auf deinem Rechner. Und den es auch jedes Mal beim Start von MetaMask, wenn du es benutzen möchtest, dich wieder fragt nach dem Passwort, damit du es nutzen kannst. Ja, jetzt mal ein sehr kompliziertes Passwort nehmen. Das ist auch nur lokal gültig dann. Lokal für deinen Rechner. So, würde sagen, alles erledigt. Glückwunsch. Jetzt haben wir die Wallet erstellt. Es hat ja auch direkt auf der Ethereum-Blockchain aus den 12 Worten hat es dir also einen Private Key erstellt. Dieser Private Key ist ja sozusagen der Schlüssel, mit dem du die Adresse auf der Ethereum-Blockchain aufschließt. Und es hat ja auch schon einen Account angelegt. Account 1 siehst du da, zeigt es dir an in der Maske. Allerdings sind wir, wie der Reiter oben rechts noch sagt, noch auf dem Ethereum Mainnet, also sozusagen noch auf der Ethereum Blockchain. Wir wollen jetzt aber ja, der Sergej hat ja das Ganze auf der Binance Smart Chain gemacht. Wir müssen also unser MetaMask jetzt noch beibringen, wie er in die Binance Smart Chain kommt. Das ist allerdings auch nicht ganz so schwierig. Die Links dafür, für die Seiten, wo das steht, würden wir mit unter das Tutorial schreiben. Wir haben das hier schon offen. Von der Binance Academy sozusagen, wie richten wir uns MetaMask für die Binance Smart Chain ein? Und da zeigt es euch nochmal, wie ihr sozusagen MetaMask runterladet, wie ihr das mit eine frische Wallet installiert. Und dann müssen wir konfigurieren. Da müssen wir noch ein paar Settings, ein paar Einstellungen ändern. Auch das sagt es euch, wie es geht. Wir machen es jetzt mal live hier mit und gucken mal, wie wir damit klarkommen. Der Tor müsste also auf das Ethereum Mainnet beziehungsweise ja, entweder dort Kontooptionen oder bei Ethereum Mainnet. Noch eins genau da. Und dann, hier ist es nicht. Nee, dann eins weiter rechts auf dem grünen, auf dem Kreisel. Dort dann in die Einstellung. Und dann auf Netzwerke, würde ich sagen. Das zweite von unten auf der linken Seite. Genau. Dort fügen wir noch ein neues Netzwerk hinzu auf dem rechten oberen Knopf. Und das kopieren wir uns jetzt 1:1 aus der Binance Academy heraus, was wir dort eingeben müssen. Wir würden das Mainnet benutzen. Genau. Das ist die Chain-ID davon. Das braucht MetaMask, um zu wissen, welche Blockchains eigentlich benutzen soll. 56 Chain-ID, also Kettennummer und BNB als Währung. 56. Genau. BNB ist das sozusagen das, also das, wie sagst du das? Das ist dann sozusagen die native Währung. Die native Währung, sozusagen der Token? In dem Fall ist es kein Token, sondern eine Münze. Ist es wieder die Münze? Gott verdammt. Token ist eine Wertmarke, Mario, eine Wertmarke. Ja, da halt,
Da wir jetzt auf der Binance Smart Chain sind, ist die korrespondierende Münze für die Binance Smart Chain sozusagen BNB. Wir drücken hier Speichern und dann sollte das auch schon alles funktionieren. BNB ist quasi das echte Geld und das andere sind nur Anrechte auf das echte Geld. So, und ich habe das jetzt BSC Mainnet genannt. So machen wir das. Hier ist es genannt Smart Chain. Das ist eigentlich, das kommt nur darauf an, wie es bei dir dann im MetaMask angezeigt wird, damit du dich auch wieder zurechtfindest, damit du weißt, genau, was es ist. So, wenn ich jetzt hier gucke, hier oben haben wir es schon stehen. BSC Mainnet ist schon vorausgewählt. Da sind wir schon drauf und dann müssten wir eigentlich, schau an, da sind wir jetzt da die Wallet-Adresse und das ist das Witzige, der Public Key, also die Wallet, die wir aufschließen mit dem Private Key, was ich vorhin gesagt habe, die ist sowohl für die Binance Smart Chain als auch für die Ethereum Blockchain die gleiche. Also die Wallet-Adresse sind die gleichen. Sehen wir oben, es ist wieder immer noch die Endziffer sozusagen oder die Endbuchstaben C9A. Und wir sind jetzt hier auf der Binance Smart Chain. Das ist die Wallet, die der Sergei benutzt hat. Hier sind noch 0,1 BNB drauf, aber nicht nur die 0,1 BNB sind drauf, sondern du kannst mal auf die drei Punkte, auf denen du vorhin warst, gehen bitte. Und dann können wir mal in den BS-Scan im Explorer anzeigen. Da können wir mal schauen, was da noch so alles drauf ist. Da öffnet sich eine neue Seite und das sieht aus wie Etherscan. Das ist sozusagen die Binance Smart Chain Scan. Auch wieder ein 1:1 Clone, so wie auch die Binance Smart Chain. Und da sehen wir zum Beispiel die Sachen, die der Sergei hier gemacht hat vor 2 Tagen. Er hat also gestaked und er hat gekauft und er hat hin und her geschickt. Und wir sehen oben im oberen linken Teil sehen wir, dass also 0,1 BNB drauf sind auf der Wallet und es ist auch noch eine 0 dort, wenn du mal hochscrollst bitte ein Stück Tor. Da sehen wir auch Token. Irgendwie Token im Wert von 0 Dollar sind da drauf, aber da ist eine 1. Und das bedeutet, dass also irgendein Token da drin ist. Ah, guck mal, an 52,469 Staked 1-Inch Token sind auf der Wallet. Das hat uns MetaMask noch gar nicht gesagt, weil MetaMask diesen Token so nicht kennt. Dem müssen wir den erstmal noch beibringen. Das würde ich sagen, machen wir als nächstes. Denn um diesen Token mit Hilfe von MetaMask zu verschicken, muss MetaMask erstmal wissen, dass der Token überhaupt auf der Wallet ist. Dann würde ich dich bitten, Thor, dass du mal den 1-Inch-Token bitte in dieser Liste anklickst. Hier unten? In dieser Dropdown-Liste, genau. Die. Jetzt gucken wir uns sozusagen an, wir gucken uns nur den 1-Inch-Token, den ST1-Inch, also der Staked 1-Inch-Token an. Wir sehen hier, 6200 Adressen haben diesen 1-Inch, Staked 1-Inch-Tokens. Hier diese Seite ist gefiltert dann nach unserer Wallet, also wir sehen sozusagen unsere Wallet im nächsten Bereich gefiltert vom Tokenholder unserer Adresse. Unsere Balance sind 52, die haben keinen Wert. Also die haben natürlich schon einen Wert, die sind genau ein One-Inch, also ein Staked One-Inch ist ein One-Inch Wert. Na, und die würden wir jetzt mal bewegen. Dafür müsstest du mal bitte oben auf der rechten Seite bei Profile Summary dir den Contract, dieses Ding auf der rechten Seite zum Kopieren mal bitte. Also sprich, wenn du über diese Zeile, da hast du rechts diesen Copy Address, genau, kopiert. Jetzt gehen wir nochmal in den MetaMask bitte rein und bring dem mal den Token bei. Weil hier sehen wir ja, wir haben nur 0,1 BNB drauf. Genau, Token hinzufügen, Custom Token bitte, Tor. Und dort geben wir die Token-Vertragsadresse, die wir gerade kopiert haben, ein. Und da erkennt er schon, schau, es ist Staked 1-Inch, wir haben 18 Dezimalstellen an Genauigkeit. Und wenn du jetzt weiter drückst, fügt man den hinzu und der sagt, guck mal, auf deiner Wallet liegen 52 Staked 1-Inch-Tokens. Ja, und schon hätten wir mit MetaMask jetzt auch Zugriff auf diese Tokens und könnten die verschicken. Und damit uns jetzt hier nicht noch einer die Tokens jetzt noch unterm Arsch wegklaut, während wir das Video machen, würde ich sagen, ist ja eigentlich schon, sind wir schon fast fertig. Wir haben jetzt Zugriff auf das BNB, wir haben Zugriff auf die Staked 1-Inch und jetzt würde ich sagen, verschick mal einfach mal die Staked 1-Inch von der Adresse hier weg. Nee, machen wir jetzt nicht, Mario. Nee? Nö, wir machen das später, weil du hast ja selber mittlerweile auch erkannt, dass MetaMask eigentlich jetzt nicht so eine super Software ist. Also die ist zwar schon gut, aber ich finde es ein bisschen holprig von der Bedienung, weil, muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Software, die erkennen alle Token, die da liegen auf der Adresse, ohne dass ich jetzt umständlich hier irgendwas noch eingeben und anklicken muss. Zum Beispiel Token Pocket erkennt die.
Ich hatte ja auch vorher mal ein bisschen rumgeschaut gehabt, vor ein paar Wochen schon. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit der Binance Smart Chain zu interagieren, browsergestützt zum Beispiel? Also Binance hat einmal die Binance Chain und als Ethereum-Klon die Binance Smart Chain. Und der Oneinch-Token, der existiert jetzt auf dem Ethereum-Klon auf der Binance Smart Chain. Und bei Binance.org gibt es zum Beispiel den Hinweis auf eine Binance Chain Extension Wallet. So, und diese Binance Chain Extension Wallet unterstützt die Binance Smart Chain, unterstützt die Binance Chain und ich glaube auch noch Ethereum. Und hier finden wir entsprechende Links, wo man die aus den entsprechenden Browser-Storen installieren können. Also gibt es für Firefox und für Chromium-Kompatible. Und für Chromium-Kompatible erhält Google Chrome die Daten vor. Und ich schlage jetzt mal vor, ich versuche jetzt hier im Yandex-Browser, Opera müsste das eigentlich auch funktionieren übrigens, versuche ich jetzt hier diese Erweiterung zu installieren. Gucken wir mal, ob es mit der vielleicht einfacher und schneller geht, ne? Wichtig, was auch anzumerken ist, wir sehen hier oben nicht Angeboten von Binance, sondern von Binance Chain. Das heißt, irgendwer bietet das an, wir wissen nicht wer. Und wir hatten auch im Vorfeld schon diskutiert gehabt, nutzen wir es oder nutzen wir es nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt hier nur diese Wallet nutzen wollen, um die Token abzuverfügen, gehen wir jetzt damit kein Sicherheitsrisiko ein. Weil Binance das aber auch auf seinen Hilfeseiten mit anbietet, gehen wir davon aus, dass die Token, also diese Wallet, verhältnismäßig sicher ist und dass man die auch nutzen kann. So, ich mache jetzt mal hier wieder hinzufügen, Erweiterung installieren. So, und dann taucht sie hier auf. Blub. Cool. Und die Erweiterung Binance Chain Wallet wurde erfolgreich installiert und funktioniert nun. Ja, prima. Dann klicke ich mal hier drauf. Im Prinzip ist das auch wieder eine Kopie nur von MetaMask. Die von Binance haben sich also MetaMask genommen und haben, nachdem sie dann schon die Ethereum Smart Blockchain kopiert haben, haben sie sich auch noch MetaMask kopiert. Deswegen kommt einem das auch alles sehr, sehr bekannt vor. So, ich bin Wir jetzt, wie machen. gesagt, hier auf Import gegangen. Import-Seed-Phrase. Ich gucke, habe ich sie noch drinne? Nee, ich habe sie nicht mehr drinne, weil ich nämlich die Tokenadresse kopiert hatte. Ich habe sie aber im Chat. Hast du es mir kopiert? Genau. Kopieren. Das Metamask ist ein bisschen lustig, dass, wenn ich da irgendwie Bild rumklicke, dann ist es wieder verschwunden aus dem Browser. Muss dann wieder von vorne anfangen. Invalid seed phrase. Okay, so, also dann müssen wir da hier mal wahrscheinlich Mal die paar Leerzeichen löschen, ne? Was macht's denn da? vergleichen wir mal die Wörter. Ja, das sind eigentlich die richtigen Worte. Was Dann gebe ich es ja nochmal selbst ein, Bild. Aber was wir hier sehen, ist, die Wallet unterstützt 12, 15, 18, 21 oder 24 Wörter. Ja, das ist das Ding, wenn man das live macht, ne? Kann ich dir nicht sagen, warum das nicht funktioniert? Wenn MetaMask es nimmt und die Binance Smart Chain Wallet nimmt es dann nicht. Das ist sehr interessant. Schade. Gut, also war ein Versuch wert, Ich funktioniert kann auch. allerdings sagen, Token Pocket nimmt es. Und ich habe es noch nicht versucht, aber die Trust Wallet bin ich mir ziemlich sicher, mache ich dann gleich noch, nimmt es auch. Also mit den beiden könnte es auch funktionieren. Also wahrscheinlich ist es nur irgendeine alte Version, aber ein netter Versuch und wir gehen dann doch wieder zu Genau, wir gehen doch MetaMask. wieder hierher und können mal gucken, ob MetaMask auch wirklich, also auf der Binance Smart Chain schon Gebühren nimmt oder ob das wirklich nur bei der Ethereum-Blockchain nimmt und ob es das auch bei normalen Token-Transfers die Gebühren nimmt. Das wäre jetzt mal gut zu wissen. Da würde man jetzt sagen, also ich würde dir jetzt eine Wallet schicken. Wir könnten jetzt natürlich auch mit diesen 12 Worten unter diesem MetaMask noch einen Account 2 und einen Account 3 und einen Account 4 einlegen, aber die erstellt es immer wieder mit den und nutzt die alle diese Accounts erstellt es immer wieder mit diesen 12 Seed-Wörtern. Sprich,
wir würden jetzt keine Sicherheit da herstellen dadurch, deswegen müssen wir das auf eine ganz andere Wallet schicken. Ich schicke dir dazu jetzt mal kurz eine Adresse, Tor, und auf die können wir das dann mal transferieren. Und dann können wir nämlich hier in den auf die Staked One-Inch Tokens klicken. Also, oder genau, da steht schon Send. Da können wir die versenden. Dann die Adresse. Dann gibt man die Adresse ein, genau. Und dann kann man hier sagen, also, was möchte man denn schicken? Es wurde erstmal eine neue Adresse erkannt. Es zeigt uns an, wir wollen den Staked One-Inch. Davon haben wir so und so viel. Jetzt genau den Betrag, maximal. Jetzt könnte man noch die Gaspreise ändern. Da ich mich aber damit nicht mit den Gaspreisen, mit den derzeitigen auf der Binance Smart Chain nicht wirklich auskenne, würde ich sagen, ja, machen wir 5 oder 10. Das ist ja eigentlich völlig, Rille. Der Sergei hat gesagt, wir können 5 lassen. Wir können 5 lassen, dann lassen wir 5. Drücken wir weiter, stellen die Transaktion zusammen. Jetzt zeigt uns nochmal an, was wir machen wollen. Aus unserem Account 1 wollen wir an diese Adresse da oben verschicken. Mit den 5 GY Gas Fees. Und insgesamt kostet es dann also, guck mal, da ist sogar noch das Ethereum-Logo dabei, nicht mal das BNB-Logo. Insgesamt würde diese Transaktion also 52,4 One-Inch, Stake One-Inch-Token und 0,0005, hier in dem Falle steht noch Ethereum, aber es ist ja BNB-Kosten. Bestätig mal und machen fertig. So, und jetzt kannst du mal bei Activity gucken, da hat es nämlich eine Transaktion zusammengestellt. Die ist ausstehend und wenn wir auf die draufklicken, können wir auch wieder auf den Binance Chain Scanner drücken gehen. Das kannst du zum Beispiel oben auf dem Pfeil. Genau. Und da kann man die Transaktion sich mal angucken. Ah, die ist fehlgeschlagen. Mhm. Ah, dieser Stake-Token kann nicht verschickt werden. Ah, schau an. Das heißt, wir müssen anstaken. Und die originalen One-Inch-Token schicken. Das ist wieder der Nachteil von Ethereum. Also jeder Token ist ja über ein Smart Contract und in dem Smart Contract habe ich so ein Transfer-Event, so ein Transferereignis. Und wenn das nicht gefüllt ist, dann kann ich diesen Token nicht transferieren und das war jetzt das Problem dieser Transaktion. Das okay. Heißt, wir müssen jetzt erstmal zu One-Inch. Jetzt mach das hier mal wieder zu. Zum Unstaken. Den Rest mache ich auch mal alles zu hier. So. Ärgerlich. Verbinden mit MetaMask, das können wir lassen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf Assets. So, und das sind immer noch unsere One-Inch-Token. So, und jetzt müssen wir die erstmal unstaken. Wie machen wir das, Mario? Da müssten wir jetzt erstmal zur One-Inch-DAO wieder hingehen. Also oneinch.io. Im Prinzip auf der Seite, auf der der Sergei die gestaked hat, müsste man die erstmal unstaken. Dann würde ich direkt auf die DAO gehen gerne, denke ich mal. Dann dort die D-App launchen, also sprich die zuständige D-App für die DAO, auf der, dass er dann gestaked ist. Aber wir haben auch gesehen, obwohl die Transaktion fehlgeschlagen ist, haben wir trotzdem Transaktionsgebühren bezahlt. Ne? Das ist wichtig. Also wir hatten jetzt nicht mehr 0,1 BNB, sondern wir hatten 0,99 irgendwas, 0,099. Genau, jetzt hat es uns aber wieder auf die Exchange geschickt und nicht auf die DAO, deswegen müsstest du oben nochmal auf die DAO klicken, bitte. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns noch verbinden mit MetaMask. Connect Wallet. Genau. Dann hast du das natürlich gelesen, die Terms of Service und die Privacy Policy. Genau, wir wollen ja Binance Chain, dort dann MetaMask, genau. Und so machen wir das. So, passiert aber irgendwie nichts. Hm. Ah, jetzt kommt ja langsam was. Connect with MetaMask, One Inch fragt nach und das Account 1 ist richtig. Genau, also sprich, da kommt ein Pop-up-Bild, das sehe ich jetzt leider nicht. Da fragt MetaMask, möchtest du dich wirklich mit OneInch verbinden? Ja, in dem Fall wollen wir das ja. Ja, genau, da ist das Fenster. Möchte man sich mit MetaMask verbinden? Aber da passiert auch noch nichts. Es ist nur, ob überhaupt MetaMask auf die Wallet mit der Wallet was machen dürfte, beziehungsweise OneInch mit der MetaMask Wallet was machen dürfte. Ja, weiter, genau. Also wir erlauben Ihnen hier Adressen zu sehen erstmal nur. Also er darf einfach nur in die Adresse reingucken, was da liegt. Damit sind wir natürlich einverstanden.
So, jetzt schließen wieder. Na, eigentlich müsste das selber zugehen, aber wenn du nochmal auf MetaMask drückst, bitte. Also hier, nee, in dem Fenster selber. Entschuldige bitte. Ach, na okay, dann ist es halt so. Okay, wir sind also jetzt, wir sehen hier oben, wir sind auf dem BSC Mainnet. Es gibt da 52,6 Token, wenn du da mal drauf drückst, hier bei dem Unicorn hier, also bei dem Einhorn, haben wir 52,47, erkennt dann One Inch direkt. Und guck mal, es gäbe 41% Zinsen pro Jahr, wenn wir das jetzt liegen lassen. Aber wenn wir das liegen lassen, dann holt es jemand anders weg. Das ist ja das Ding. Deswegen würden wir jetzt sagen, wir unstaken das Ganze jetzt bitte. Aus dem Fenster also wieder rausgehen. Und dann hast du hier gerade, wo dein Mauszeiger auch fast schon ist, da hast du Stake-Token und Unstake-Token, genau. Auf Unstake gehen. Da gehen wir auf Unstake, bitte. Dann und sehen wir, wir haben also Staked Amount, haben wir 52,47, also die gestakte Menge an Token zeigt es uns an. Wir möchten bitte 100% unstaken, genau. Wir unstaken den, dann baut es wieder eine Transaktion zusammen, die wir wieder signieren müssen mit unserer Wallet. Ärgert dich ein bisschen die App, hä? Ja, deswegen, ich finde die unhandlich zum Bedienen. Ich würde sagen, wir machen demnächst mal noch ein Video, da gucke ich mir mal Wallet Connect an und muss auch mal drüber nachdenken, wenn ich nämlich das mit den Fees, das stört mich schon sehr. Sprich mal deutlich, nur eine Wallet die Gebühren anzeigen. Und... Also die Gebühren, die MetaMask da jetzt plötzlich, ich wäre erstmal suchend, genau, das können wir bestätigen, zum Unstaken erstmal. Die Gebühren, die da MetaMask nimmt, damit bin ich nicht ganz Hilfe in meinen Ledger im Prinzip durchgehe. Nehmen die sich Geld, sehe ich jetzt warte, nicht. Warte. Du warst jetzt weg. Du warst eingefroren. Also, du erzähl nochmal. Jetzt ist dein Bild auch eingefroren, aber ja. Also, nee, ich bin nicht ganz dafür einverstanden, nur dass ich, weil ich jetzt auf meinem Ledger, also ich habe meine meisten Reichtümer, meine meisten Coins habe ich auf dem Ledger und den, da benutze ich, um mit einer Seite wie Oneinch zu kommunizieren, brauche ich dann ja eine Möglichkeit, um von dem Ledger runterzukommen. Da benutze ich ja MetaMask. Und nur weil die als Zwischentor da sich dazwischen stellen, dass sie da Gebühren nehmen, da bin ich nicht ganz einverstanden mit. Deswegen, ich suche mir einen besseren Weg, wie das besser geht, damit man nicht mehr das MetaMask nutzen kann. Das schockiert mich ein bisschen. Genau. Ja, was mir auch schockiert, wenn ich ja mit MetaMask das mache, haben wir Probleme mit der Videoverbindung. Das schockiert mich. Ach so, ja. Na, also dein Bild ist jetzt erstmal eingefroren auch. Ich sehe... Ja, das ist nicht so schlimm. Ich nehme auf. Ich sehe dich nur noch... Okay, geht klar. Ja, aber jetzt haben wir die unstaked und jetzt können wir die verschicken, bitte. Das heißt, gehen wir jetzt mit dem MetaMask. Und jetzt muss ich natürlich hier wieder Token hinzufügen. Also ein tolles Programm, bin ich immer wieder begeistert. Wenn ich nicht weiß, wonach ich suchen soll... So, wo war das? Hier oben? Ja, genau, da oben. Da gehen wir nochmal in den Binance Chain Scan rein. Muss ich sagen, jetzt bin ich auch ein bisschen enttäuscht und schockiert. Also schade. Schade. Es war lange meine Lieblings-App, aber mit dem heutigen Tag bin ich auch davon überzeugt worden. Guck mal, der Tor einmal gemacht und schon ist er der Profi hier. So, dann genau, wir gehen also wieder tolle Metamask Token rein. Zurück, mach Token hinzufügen. Genau. Custom Token. Genau. Kopiere die Adresse hier rein. Hat er erkannt. 18 Nachkommastellen. Weiter. Token da sind sie. Und jetzt verschicken wir die. Gehen wir erstmal wieder zurück und sehen, na, jetzt hier nicht mehr, dass die auch einen Wert haben, obwohl welcher Cent, One Inch machen wir jetzt. Genau, da hast du noch die Adresse von vorhin drin. Diese hier, genau. Machen wir wieder 5 Quai. Max. Und 1 Inch. Und jetzt machen wir weiter, korrekt? Feuerfrei, genau. Jetzt zeigt uns nochmal an, so viel wird es kosten, okay. Ein bisschen mehr, vorhin war es ein bisschen billiger.
Ja, wahrscheinlich, das ist auch wieder, hat es wahrscheinlich vorhin schon gecheckt, eigentlich im Zusammenstellen, dass es das gar nicht schicken kann, aber hat es uns anscheinend nicht gesagt. Okay, jetzt können wir wieder zur Activity gehen, bitte. Also es sollte eigentlich schnell gehen, sollte eigentlich schon fertig sein. Können da wieder auf die Transaktion klicken. Ah, guck mal, schon fertig. Jetzt gucke ich mal bei mir. Ja, die sind da, Tor. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt können wir uns überlegen, lass mal das BNB, was da drauf ist, liegen für noch jemanden, für Nein. die Ach Nachkommenden. so, nö, das tun wir jetzt auch mal wieder verteilen. Wir machen die richtig leer und platt. Gut. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf Asset, gehe hier auf Genau. BNB, Unstake, nee. Das war der, genau, das hat der BNB gekostet, ja, deswegen steht Gehe da auf alles Unstake Senden, drin. Wir gehen auf Senden, genau. nehme deine Adresse, Na, sag hier mach. wieder Maximum. Ja. So, hallo, da sind wir wieder. Das liebe MetaMask hat uns rausgekickt. Ich hatte zwischenzeitlich die BNB erfolgreich auch auf die Adresse, die der Mario mir geschickt hatte, übertragen. Und wir haben jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier im Browser eine komplett neue Wallet angelegt und zwar mit dem, wie heißt das Ding, mit der App. Binance Chain Wallet. Mit der Binance Chain Wallet, genau. So, und der Mario hat mir auch schon wieder die BNB zurückübertragen. Er hat mir auch schon die Die One-Inch. One-Inch-Token zurück. Genau. Du siehst das Fenster hier, Mario? Ja, Ich ne? sehe das, genau. So, dann gehe ich Wir hier sehen unten. aber noch nicht die One-Inch-Token und die müssen wir wieder erstmal sagen, dass wir die haben, der Wallet. Genau, und dazu gehe ich da unten auf das Pluszeichen und Heureka. Hier sind sie. Das klicke ich an. Und 7up gibt es ja auch. Hast du Den Durst? 7-Up-Token. Nee, den habe ich, den brauche ich nicht. Und Jetzt geht nicht müsste es wieder ja. zurück und dann ist. Ja, hoffentlich. Ah, so. Ja, optimal. Sehr gut. So, aber hier hinten gibt es keinen Wert von den Gibt One-Inch. keinen Wert, nö. Naja, dann hat er den Wert holt sich normalerweise diese Application holt sich den Wert eigentlich aus dem Binance Smart Chain Scan. Wenn die da keinen Preis hinterlegt haben, weil da kein Preisorakel vielleicht dahinter ist, dann können die das auch nicht anzeigen. Da müsst ihr einfach zu CoinGecko gehen und zu gucken, wie viel der One-Inch-Token gerade wert ist. Ich habe jetzt aber nur die Hälfte der gestakten Token. So, und was ich auch schon gemacht hatte, ich hatte Wallet Connect gemacht also bin hier oben drauf gegangen. Oder? War doch hier. Ja, genau. Erstmal müssen wir uns wieder disconnecten aus der Nee, machen wir Wallet. jetzt mal nicht, aber Genau. so, ne, hatte Disconnect mit der MetaMask Wallet gemacht und hatte dann die Binance Chain Wallet konnektiert, weil das die einzige war. Also mit Token Pocket geht es nicht, mit Trust Wallet geht es nicht. Und wir müssen da wirklich halt, um mit einer ordentlichen Wallet arbeiten zu können, auf die One-Inch Wallet arbeiten. Zumindest jetzt gerade noch für die Binance Smart Chain. Mit der Ethereum Blockchain habe ich es zum Laufen gekriegt, mit Wallet Connect ordnungsgemäß, mit der Trust Wallet und auch mit Token Pocket. Nur irgendwie stelle ich mich entweder gerade zu blöd an, um die Binance Smart Chain damit zu verbinden, oder es geht einfach noch gerade noch nicht. Das Einzige, was es einem dann als Fenster anzeigt, sozusagen, ist dann die One-Inch MetaMask, die One-Inch Wallet Connect. Die ist ja nur auf iOS und es gibt auch die Trust Wallet Connect, aber da steht auch nur iOS. Haben wir beide halt nicht. Und jetzt hat der Tor sozusagen die Hälfte der Token erhalten. Aber ich kann Wir nicht staken, also muss ich. scheinen noch auf der Fall, ich würde sagen, wir sind noch auf der falschen Wallet. Und zwar habe ich dir die ja. Ihr seht MetaMask-Symbol, Disconnect. Ah, Moment. 39C. Muss diese Wallet hier wahrscheinlich hin. Genau. Das ist die 39C am Ende, was du gesagt hattest. Nee, die kann man hier nicht. Und dann müssen wir doch nochmal disconnecten, bitte. So, Connect Genau. Und Wallet, Binance, genau. Binance Chain Binance Chain Wallet. Wallet, genau. So, jetzt haben wir die richtige Wallet. Siehst du. Richtig, genau.
Und jetzt legst du die sozusagen wieder an. Also stakest du. Mach hier 100%. Hier oben steht die Balance, 26,5. So, jetzt muss ich, wie der Serge gesagt hat, den Token erstmal aufschließen wieder, erlauben, unlock. Ich klicke hier drauf. Wir müssen also jetzt erstmal wieder dem Smart Contract, diesem Staking Smart Contract, die Erlaubnis geben, die One-Inch-Tokens auszugeben, also sprich aus der Wallet rauszubewegen, für die wir dann Staked One-Inch-Tokens bekommen. Und hier wieder die Frage, wie viel geben wir ihm die Erlaubnis, falls du das nochmal irgendwann mal benutzen willst, benutzte Infinite, also unbegrenzter Unlock, da du jetzt nur die 26,5 drauf hast und ich nicht glaube, dass du noch auf der Wallet noch mehr staken wirst, kannst du auch nur die 26,5 unlocken. Ich arbeite gerne mit dem unbegrenzten Unlock, was vor allen Dingen auch bei Token-Tausch sinnvoller ist. Man sollte allerdings das nur auf Seiten machen, denen man auch wirklich vertraut. Jetzt solltest du eigentlich ein Pop-up bekommen von der Binance Smart Chain Wallet. Ja, bin jetzt bloß wieder dabei, das irgendwie rüberzuziehen. So, und jetzt bestätige ich das, habe halt die Daten da. Man sieht es leider wieder nicht, ganz richtig, komisch, aber ja. Aber ist egal. Genau, das sieht im Prinzip wieder genauso aus. Er bestätigt die Transaktion. Wir können uns die jetzt auf BSC-Scan anschauen. Da schlägt es den Link vor. Guck mal, aber da die Binance Smart Chain, wie gesagt, ja, nicht so dezentralisiert ist wie die Ethereum-Blockchain, geht das alles ein bisschen schneller dort. Und schau, es ist auch schon in einen Block reingeschrieben worden. Jetzt muss es nochmal verteilt werden in das gesamte Netzwerk. Und du solltest also schon in der Lage sein, auf der One-Inch-Seite die Tokens schon zu staken. Genau, schau an. Jetzt darf also der Smart Contract die Token staken und wenn du jetzt eingibst, du möchtest die 26,5 staken, dann sollte das auch schon funktionieren. Und ich gehe hier auf Stake Token. Genau. Und nachdem du jetzt gestaked hast, das hat man ja auch schon in unserem Tutorial mit dem Sergej in unserem ersten Tutorial gesehen, hättest du jetzt die Möglichkeit, jetzt erhältst du sozusagen Stimmrechte in der One-Inch DAO. Denn du stakest deine One-Inch-Tokens, die ja im Prinzip Governance-Token sind, also sprich Bestimmungstoken, würde ich jetzt auf Deutsch dazu sagen. Mitbestimmungstoken, genau. Und jetzt kannst du also, das hatte der Serge ja auch schon gezeigt, du hast jetzt also eine rechts zeigt es an, eine Voting Balance, also eine Stimmen, du hast 26,5 Stimmen und damit ist deine Stimmrechtsmacht ist also 0,0003% des gesamten Protokolls. Also du hast nicht genug Token, um wirklich was auszurichten, aber du könntest dich jetzt sozusagen politisch, jetzt einen großen Haken, politisch mit an der Governance, also an der Politik der One-Inch-DAO beteiligen. Und über die Fees bestimmen, also über die Gebühren bestimmen und das Ganze, was der Serge halt alles schon erklärt hat. Genau. Und kriegst dafür aber gleichzeitig, wenn ich mich richtig vorhin gesehen habe, 40% jährliche Zinsen auf deine 26,5 One-Inch-Tokens. Und da muss ich auch nochmal sagen, das habe ich vorhin falsch gesagt, all die Staked One-Inch-Tokens, die wären natürlich mehr wert, also sprich, wir haben am Ende mehr One-Inch-Tokens aus dem Protokoll bekommen, als wir Staked One-Inch-Tokens zurückgegeben haben. Denn während die One-Inch-Tokens im Protokoll schon drin lagen, haben die ja schon Zinsen angereichert, um es mal so zu sagen. Und wir haben also die vom Serge gestakten Token plus 2 Tage 40% jährlich zurückbekommen. Das rechnet sich jetzt nicht großartig viel, weil 2 Tage bei 40% jährlich sind nicht so viel, aber meine Aussage vorhin, dass die ein Staked One-Inch-Token ein One-Inch-Token wert ist, stimmt in dem Falle so nicht. Denn der Staked One-Inch-Token wird sozusagen immer prozentual mehr wert. Jahreszins durch Anzahl der Tage, so viel wird der pro Tag mehr wert. Genug geredet davon. Es wird schon wieder unübersichtlich, habe ich das Gefühl. Genau, aber so. Jahreszins durch 365 mal Anzahl der Tage. Ja, genau, mal der 2 Tage, beziehungsweise mal der Anzahl der Tage, wird dieser Staked One-Inch-Token sozusagen mehr wert und erhält man mehr One-Inch aus dem Protokoll wieder, wenn man die Staked One-Inch-Tokens weggibt. Genau, und jetzt staked der Tor also seine 26,5 One-Inch-Tokens
Und wäre interessant, wie viel das Ganze in einem Jahr, wie viel One-Inch-Tokens du zurückbekommen würdest in einem Jahr. Schauen wir mal. Vielleicht sind es dann 27. Das wäre doch schön. Oder 30. Nee, 30 wäre vielleicht noch besser. Ich denke eher 30, genau. Ja, genau. Und damit haben wir das eigentlich gezeigt. Ich werde jetzt, meine nächste Hausaufgabe werde ich mir anschauen, wie ich von MetaMask wegkomme. Und dann gucken wir mal, das können wir dann mal noch ein andermal besprechen. Aber im Prinzip, an euch alle die Nachricht da draußen an den Apparaten, guckt euch unsere Videos immer gut an. Und passt auf eure 12 Worte auf. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Und so, ich bin damit fertig, Thor. Hast du noch was? Nee, habe ich nicht, aber wir können jetzt mal gucken, Protokoll. Das sind ja die Transaktionen, die wir gemacht haben. Ich habe dann von dir die 0,00493 BNB bekommen und dann ja 26,5 von Inch-Token. Und dann haben wir hier zwei Transaktionen gemacht. Das erste war sozusagen die Vertragsinteraktion, also dieser Smart Contract, die Interaktion des Freigebens der One-Inch-Tokens, dass der Smart Contract die benutzen darf. Und die zweite Contract-Interaction war dann sozusagen das eigentliche Staking. Korrekt. So, jetzt können wir natürlich mal gucken, ob Check on Explorer, ob hier jemand dann auch wieder Gebühren abgreift. Nee. Ich gehe mal davon aus, das macht es wirklich nicht bei normalen Hin- und Her-Senden, sondern nur bei solchen Tauschen. Ich habe da auch schon nachgefragt, das lasse ich so, diese Gebühr, die lasse ich nicht auf mir sitzen. Das muss ich mal genauer nachgucken, wo die herkommt. Also ich weiß ja, dass One-Inch selber nimmt ja eine Gebühr. Also in dem Sinne eine Gebühr, wenn man mehr Token kriegt, als man beim Einstellen des Tauschs bestätigt hat, dann holen die sich ja sozusagen, die schneiden oben die Spitze ab. Man kriegt die Token, mit denen man einverstanden ist, und den Rest nehmen die sich ins Protokoll. Ist in der Community, wie gesagt, da muss ich mal sehr gerne nochmal fragen, ist auch sehr unbeliebt, und wahrscheinlich muss da mal die Kommunikation sich ein bisschen verbessern, weil die Leute denken, das geht nur an die Foundation, aber das geht ja eigentlich an die ganzen Staker, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja auch einige Server stehen und die kosten ja auch vom Unterhalt. Und auf der Binance Smart Chain hat der Sergej auch gezeigt gehabt, Transaktionen für einen Quai. Ja, genau, mit seinen gehackten Servern da, genau. Die den anderen, wenn die quasi im Block drin sind und die anderen Miner müssen ja den Block bestätigen. Die meckern dann nicht mehr wegen den Gebühren rum. Genau. Gut, dann sind wir durch. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und passt immer schön auf unsere Videos, konsumiert die recht zeitnah, weil in Zukunft wird es ab und zu auch mal so ein paar kleine Nettigkeiten geben, die ihr dann selber abgreifen könnt.